Hallihallo, im heutigen Video möchte ich euch das Training für das Wort Nein zeigen. Ich habe es bis jetzt noch nicht ein einziges Mal eingesetzt, soll aber demnächst eingesetzt werden für den Abbruch einer Handlung. Und wie ich das aufbaue, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier unterschiedliche Sachen, die ich mir jetzt gleich hier runterhole. Erstmal fange ich an mit einem Stück Trockenfutter. Das lege ich hier hin. Nein, nein. Prima. Wow, geht besser als ich dachte. Nein. Prima. Und sie kriegt hier die Bestätigung. Prima. Sie guckt mich an. Nein. Und kriegt hier dann den Keks für das Angucken und für das Weggehen von diesem Keks. Imi darf immer die Reste fressen und kriegt jetzt den Keks. So, jetzt nehme ich mir das nächste. Ein Stück Fleisch. Auch hier wieder. Ich lege das hier hin, zeige ihr das. Und es ist ein schneller Hund, schnell lernen, prima. Sie guckt mich an und geht schon nach dem ersten Mal Nein da überhaupt nicht mehr dran. Prima. Und was sie hier auf mir macht, ist mir ganz schnurzpieps egal. Hauptsache, sie geht nicht an dieses Leckerchen ran. Immer wenn sie mich anguckt, kriegt sie dafür eine Bestätigung. Ja, und jetzt würde ich ihr dann auch gleich nochmal was von meinem Fleisch abgeben. Ja, hast du ganz toll gemacht. Super. Gut, nachdem das im Sitzen sehr, sehr gut geklappt hat, nehme ich jetzt gleich das Fleisch nochmal und lasse es einfach mal aus der Hand fallen. Jetzt ist natürlich gutes Management gefragt. Denn sie darf da jetzt auch auf keinen Fall Erfolg haben, wenn ich das Wort Nein sage. Ich zeige euch, wie ich das jetzt mache. Ich nehme das Fleisch und lasse es hier. Nein. Prima. Sie guckt mich an. Nein. Sucht sogar Schutz bei mir und sagt, prima, und sagt, ich darf da nicht dran, könnte böses Fleisch sein. Ich gebe das Fleisch jetzt nochmal frei, prima. Sie guckt mich an und kriegt hier sofort die Bestätigung. Gut, dann habe ich hier noch so eine kleine Kaustange, auch das schmeiße ich jetzt mal hin, prima. Ich brauche die jetzt schon kein Nein mehr. Imi, du machst es auch toll. Und sie kriegt hier wieder die Bestätigung. Ich warte jetzt mal ab. Nein. Prima. Sie geht rückwärts. Prima. Und kriegt hier den Keks. Und weil das jetzt so gut geklappt hat, beende ich jetzt hier an dieser Stelle die Übung. Und jetzt darf sie diese kleine Kaustange hier in ihrem Körbchen. Und die Imi kriegt das Fleisch. Gut, zum Nein möchte ich euch auch noch ein paar Sachen sagen. Da seht ihr jetzt mal die Imi. Zum Nein, ich trainiere das ungefähr jetzt 3-4 Mal am Tag. 1-2-3 Mal ein Nein, mehr nicht. So mache ich das auch mit dem Abruf, so mache ich das mit dem Namen, so mache ich das mit allen weiteren Kommandos oder Aufträgen, die ich ihr beibringen möchte. Am effektivsten ist es wirklich, wenn man das 3-4 Mal am Tag, so 2-3-4 Einheiten trainiert. Mehr nicht.
Das Lobwort, also den Marker, kann ich jetzt auch nicht setzen, aber ihr habt vielleicht schon in einigen anderen Filmen mitbekommen, was mein Marker ist. Setze ich immer dann, wenn sie etwas richtig macht und immer dann, wenn ich ihr anschließend auch eine Belohnung dafür geben möchte. Ja, das Nein wird auf keinen Fall ausgesprochen, wenn ich mir der Handlung ihres Abbruches nicht zu 100% sicher bin, weil das Nein möchte ich wirklich richtig, richtig gut aufbauen. Das heißt, wenn sie auf Distanz irgendetwas aufnimmt, dann sage ich im Moment noch kein Nein. Soweit sind wir noch nicht. Der Grundstein ist gelegt, habt ihr auch gesehen, aber es ist noch nicht möglich, so etwas unter Ablenkung oder auch unter ja, besonderen Reizen, also wenn der Reiz ganz, ganz groß ist. Dann muss ich entweder so innerlich denken, okay, ich komme da jetzt nicht so schnell hin, also spreche ich das Nein nicht aus und gucke, dass ich vielleicht ganz, ganz ruhig hingehe, dass ich kein wildes Spiel aus diesem Nein mache und mir, wenn ich dann die Chance habe, dass das, was sie für sich in Anspruch nehmen möchte, noch für mich in Anspruch nehmen kann, dann würde ich das natürlich tun und dann auch wieder diese Ressource für mich nehmen und dabei dann ein Nein sagen. Ja, also das nochmal so als Tipp. Die Vokabeln, die ihr eurem Hund beibringen wollt, werden anfänglich nur zu Trainingszwecken ausgesprochen. Das müsst ihr auch eurer Familie sagen, damit es für den Hund dann so ein bisschen einfacher ist. Okay, tschüssi, bis zum nächsten Video.